Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ihr seht das, was ihr sicherlich auch bei euch gesehen habt. Alle Lager sind relativ voll. Wie wird man es los, wenn man keinen Bauarbeiter hat? Also ich habe jetzt tatsächlich, ich glaube, das ist auch das erste Mal, ich habe wirklich alle Marken jetzt ausgegeben. Ich habe noch mal ein paar Beschleuniger gekauft, das heißt also noch mal ein paar Bilder Potions und habe jetzt noch satte 2 Medaillen. Okay, aber die Liga steht ja an und dementsprechend hoffen wir, dass es wieder ein paar Medaillen natürlich gibt. Unseren Held haben wir auf 15 gezogen, also das passte in jedem Fall mit dem Buch und auch mit dem Hammer. Habe ich einen? Ja doch, ich habe einen Hammer benutzt, aber ich habe jetzt schon wieder einen Hammer. Oder beziehungsweise ich konnte mir noch mal einen Hammer hier, na klar habe ich einen Hammer, ich konnte mir hier noch mal einen Heldenhammer holen und das könnt ihr mir gerne mal unten reinpinnen. Für den royalen Champion oder Endlevel auf 70 für den King. Irgendwo muss der Hammer noch herhalten. Zwischendurch wollte ich den nicht nehmen, aber ihr seht, ich habe 2 Heldenbücher im Moment. Ich habe ein Unibuch. Ich habe das tatsächlich, das oder die beiden Angebote gekauft, die hier im Shop verfügbar waren für 2,29 Euro und für 3,49, 5,78. Ist halt ein Sixpack weniger dieses Jahr, mein Lieber. Mein Gott. Aber, dadurch, dass ich auch dann hier beim Händler noch ein Heldenbuch hatte vorher, habe ich jetzt halt so viel und das ist natürlich echt cool. Ich hatte nur keinen Bauarbeiter, aber der royale Champion hier soll hochgehen und ich hatte jetzt natürlich Sorge, der neue Pass ist ja angefangen. Der neue Pass ist angefangen. Ich habe auch schon ein bisschen gespielt. Das habe ich mal ohne euch gemacht. Das erste Spiel hier, das war nämlich das Nachtdorf-Spiel. Ich glaube, das war in Ordnung und dementsprechend habe ich natürlich den Pass gekauft, also hier oben seht ihr auch, ihr wisst, mit dem Account kaufe ich den Pass immer und Heldenbuch könnte ich mir jetzt schon wiederholen, richtig cool, Hero Potion, aber das, was ich eigentlich haben wollte, ist die Verbilligerung im Dorf, das heißt also, normalerweise würde der royale Champion jetzt 250.000 kosten, dadurch, dass ich jetzt schon 10% Reduzierung habe, ist es nicht mehr ganz so viel, aber ich denke mal, 225.000, die geben wir erstmal aus und nehmen auch das Buch, damit habe ich dann immer noch ein Heldenbuch und ja das Heldenbuch im Pass, also läuft, würde ich mal so sagen. Jetzt wollen wir, bei Gold und Elex tue ich mich ein bisschen schwerer, ja, das Elixier brauche ich eigentlich nicht mehr, denn meine Forschung, die allerletzte, ist Dunkles, das ist hier der Skelettzauber, den muss ich dann noch machen und in 7 Tagen, das kann so vor sich hinlaufen, die Mauerbrecher, hier habe ich auch noch ein ganz, ganz kleines bisschen drin, aber ich wollte so ein bisschen schneller im Pass vorankommen und irgendjemand hatte mir mal geschrieben, ah, tut oder baust was Billiges und bricht es wieder ab. Damals fand ich die Idee noch blöder, jetzt finde ich die Idee plötzlich gut, denn jetzt habe ich 28 Millionen und weiß gar nicht, wohin damit. Und auch mit dem Elex weiß ich nicht, wohin damit. Klar, mit dem Elex machen wir Mauern. Die sind jetzt auch, ja, mit 5,4 geht es. Also am Ende kosten sie dann 4.800.000. Ich meine, ich muss das Zeug ja jetzt irgendwie so ein bisschen loswerden, auch, nee, nicht die ganze Reihe, auch was das Elex angeht, jetzt habe ich es einmal mit Gold gemacht, dass auch das Gold ein bisschen runtergeht, aber das geht, ich muss mal gerade gucken, ob wir hier nicht eine Mauer vergessen haben, nee, wir haben keine Mauer vergessen, da können wir auf jeden Fall die Mauer für machen, muss ich nicht einfach mal so sagen, sondern das machen wir einfach, so für 5,4, das war es aber schon, wenn ich jetzt die kleine Bombe baue, ich habe noch gesehen, oh, ich habe ja eine Bombe nachbekommen, die müsste hier vorne liegen, da ist sie, auf 5, wenn ich die jetzt baue und abbreche, dann kriege ich eigentlich die Hälfte zurück. Kriege ich das wirklich zurück? Mal drauf achten. Achso, ich wollte eben mal schauen, der Held zählt ja. Der Held zählt ja hier auch als Gebäude, guck mal einer an. Hey, wunderbar, das wusste ich auch nicht. Aber mal sehen, wenn ich die jetzt baue, könnte sie eigentlich fertig bauen, oder? Aber ich wollte den Test trotzdem mal machen. Also einmal bauen und dann abbrechen. Mal sehen, ob ich jetzt wirklich die Hälfte wieder bekomme. Cancel. Kommt nämlich nichts drauf, weil der Pott voll ist. Na, egal. Okay, damit wäre das gelöst. In jedem Fall. Und wir haben hier den Forschungsboost und den Trainingsboost holen wir uns aber auch noch. Den holen wir uns auch noch, denke ich mal. Das sind nur noch 20 dabei. Das ist noch der eine Angriff, den ich heute offen habe. Ja, so kann man es irgendwie machen. Aber ich würde natürlich ganz gerne jetzt trotzdem noch irgendwo den Bauarbeiter unterbringen. Denn in so ein paar Stunden habe ich den nächsten frei. 6 Stunden, 48 Minuten. Was läuft denn hier bei mir im Moment gerade? Suche eine Luftmine, X-Bogen. Ja, ich glaube, wir machen mal einen X-Bogen weiter.
Mal gerade checken, was der kostet, der nächste X-Bogen. Der müsste hier sein. 14 Mille. Da geht noch eine Mauer, oder? Ich fahre mir jetzt wieder rein. Da geht in jedem Fall noch eine Mauer, beziehungsweise 14 Mille, 14, 14, 14. Na, ich mach's mal. Ich lasse mal 14 Tage laufen. Oh, 6 Millionen, okay. Aber so kann man es irgendwie machen. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen mal ein bisschen clashen. Ja, machen wir. Habe ich wirklich nichts vergessen? Nee, ne? Royal Champion. Ich hatte mir irgendwie einen anderen Plan ausgedacht. Irgendwie hatte ich einen anderen Plan im Kopf. Liga haben wir hier noch nicht bei den GSI Warriors. Events habe ich noch alle übrigens geschafft. Am Samstag in der Nacht, nach dem Livestream. Und habe also nochmal die 50 Gems mitgenommen, die es dort in den beiden Spielen gab mit dem Miner. Deswegen ist meine Armee hier auch Miner-lastig. Aber ich muss echt sagen, ist wirklich gut. Habe ich viel mitgeholt. Und kann ich, ja, ich denke, in der Empfehlung aussprechen will ich jetzt nicht unbedingt. Aber ihr seht, dass ich mit der Armee wirklich cool gerockt habe. Hier 100%ige ohne Ende. Also zumindest hier im unteren Bereich. Im oberen Bereich habe ich dann angegriffen, was mir gerade vor die Flinte kam. Irgendwann wollte ich auch mal ins Bett. Aber egal, wir gehen kurz rein, würde ich sagen, in die Suche und die dürfte eigentlich nicht so lange dauern, denn ich bin immer noch ziemlich tief unten in der Liga und mal gucken, ich habe ja noch Heldenbücher, also ich kann jetzt eigentlich Dunkles sammeln ohne Ende für den Royal Champion und der soll ja weiter leveln und je weiter ich den jetzt noch gerade so zur Liga bekomme, desto besser natürlich für mich und vielleicht auch für meine Angriffe. Mal sehen. Oh. Okay, ich habe einen gefunden. Der hat ganz nette Ressourcen für mich und ist auch ein Rathaus 13. Das passt ganz gut. Und die Armee könnte uns auch ganz gut passen. Da hinten ist das Dunkle. Da sind die beiden Helden, die eiern da draußen rum. Letztendlich könnte ich, jetzt gucke ich mal gerade. Oh, Single Infernos. Single, Single, Single. Dreimal Single. Okay, da kann ich jetzt mit meinem Queen Charge gar nicht so viel machen. Egal. Wir gehen dann trotzdem. Ja, ich weiß nicht, ob wir dann in die Base reingehen oder lieber nur rumgehen. Müssen wir mal sehen. So, da schießt jetzt schon. Oh, ja, danke schön. Danke schön. Danke für das Geschenk da. Die eine Bombe. Toll. Ah, ich habe einen Magier, weißt du, und der tappt genau in eine Bombe. Perfekt. So soll das sein. So, meine Queen zieht sich auf jeden Fall zu den Helden. Das ist schon mal nicht schlecht. Das soll sie auch tun. Erster Held, zweiter Held, jawohl. Jetzt geht es allerdings nach da weiter. Dann setzen wir, jetzt muss ich mal eben schauen. Ich glaube, hier oben setzen wir mal unsere Dings ab da. Wie heißt es hier? Ihr wisst schon, was ich meine. Apollo 13. Apollo 13 ab. Und er soll ja nicht in die Base reingehen. Allerdings, oh, meine Queen muss jetzt schon gezündet werden. Alter Falter, aber ich glaube, der hat auch nichts in der Clanburg. Ich lasse mal hier oben meinen King mitlaufen. Und jetzt muss ich mal sehen, von wo wir hier reingehen. Mit unseren Minern ist echt eine coole Truppe. Muss ich mal so sagen. Ich glaube, wir helfen der Queen nochmal hier, oder? Komm. Der Warden ist dort. Die Queen ist doch draufgegangen. Okay, dann nehmen wir unsere Heldin hier mit rein. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo unsere kleinen Miner denn sind, wo sie denn rumeiern. Oh, mein Warden bekommt da harten Beschuss, das ist nicht gut. Ach, ich weiß auch warum. Okay, der Single ist Geschichte. Alter Falter, hart, echt hart. Single Infernos, mein lieber Mann. So, ich muss aber noch irgendwo hier ein Gift lostreten. Den hätte ich natürlich schon etwas ersetzen können. Boah, ist das da viel Feuer in der Mitte, ey, meine Herren. Komm. Oh, da ist nichts mehr, wa? Alter Falter, ey, das war jetzt heftig. Donnerwetter, okay, aber wir haben noch ganz guten Loot mitgenommen. Aber da war schon reichlich Feuer gerade drin. Da war gerade echt reichlich Feuer drin. Okay, das Lager noch. Zwei Minions. Adler da nicht gekriegt. Echt nichts in der Mitte gekriegt. Donnerwetter, das war schon ziemlich viel Feuer. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber vom Loot her ist das in Ordnung. Und wir haben, habe ich den Gift gesetzt? Ja, ne, ich musste nämlich hier einmal ein Gift versetzen. Ja, habe ich gemacht. Wunderbar, damit habe ich den ersten Tag abgeschlossen, habe jetzt den Trainingsboost. Das sind so immer so die ersten Ziele, die solltet ihr euch auch setzen, würde ich sagen. Von den Challenges her ist das jetzt erstmal ganz normal. Hier unten, die können wir natürlich erst machen, wenn wir jetzt im Krieg sind, beziehungsweise hier Clan War Battles haben. Man kann ja neben der Liga kann man natürlich auch in einem anderen Clan auch noch einen Clankrieg spielen. Also ihr könnt Liga starten und könnt in einen anderen Clan, die nicht Liga spielen, Clankrieg spielen.
Ja, das kann man doppelt machen und dann zählt das natürlich auch. Dann bekommt man die auch etwas schneller weg, aber ich glaube, so ist ganz in Ordnung. Ich muss gestehen, mit der Armee mache ich im Moment sehr viel und dann nehme ich die auch erstmal weiter. Im Moment ist ja nichts jetzt, was wohl im Pass steht. Nimm die und die und die Truppe, ist ganz egal. 325 an Kapazität haben wir jetzt schon rausgehauen hier. Okay, ein paar Angriffe sind das. Bei meinem Rathaus 6 sind das noch viel, viel mehr Angriffe. Oh, oh, oh. Na egal. Ich lasse mir jetzt erstmal ein bisschen was spenden hier, aber das mache ich mit dem Fry. Den Fry habe ich hier nämlich reingeholt. Der spielt keine Liga. Ich habe mit dem Achter keinen Clan gefunden, mit dem ich Liga spielen kann. Und beziehungsweise ich habe auch gar nicht gefragt. Ich glaube, es reicht mit den Accounts, mit denen ich jetzt was machen muss. Liga zu spielen ist schon sowieso schon heavy. Ich habe alle 6 Bauarbeiter hier am Start. Die Tage kam auch wieder die Frage auf, warum hast du 6 Bauarbeiter? Um die nochmal zu beantworten, wenn man hier unten im Nachtdorf den Otto hat, also die Hütte hier unten, dann hat man, kann man sich freispielen ein Otto, also diesen kleinen Bauarbeiter, der macht bei mir jetzt im Moment nichts mehr. Der ist also, ich weiß gar nicht, liegt er dann hier drunter? Muss ich mal gerade gucken. Liegt er da? Ja, da ist er. Da ist das kleine Einauge. Der liegt dann da und der Bauarbeiter kann dann zwischen beiden Bases hin und her fahren. Das heißt also, man kann den Bauarbeiter dann hin und her schicken. Ihr seht auch hier, ich habe die etwas größere Hütte und wenn ich jetzt sage Travel, dann würde er wieder rübergehen, wenn ich einen frei hätte. Da ich keinen frei habe, macht er das natürlich nicht. Also erstmal kurzer Update-Status hier. Ich hoffe, ihr habt das auch so gemacht. Habt das genossen, dass die Lager so richtig schön voll sind. Und wir werden in jedem Fall in der Woche harte Liga spielen. Das werde ich euch versprechen. Ich werde auch ein bisschen was festhalten. Aber lasst euch überraschen. Ich wünsche euch am Montag, ihr seht das Video ausnahmsweise mal am Sonntag, am Montag einen schönen Wochenstart. Bis dahin, euer Toto. Best.